Boris Bruschinski. 2:0 mit einem Cottbus gegen Dynamo Prag gewonnen. Für Sie sicherlich ein besonderes Spiel hier in Finsterwalde, oder? Ja, also es ist eben meine Heimat, von hier komme ich. Hier habe ich Fußball spielen gelernt und ja, ist schon besonders hier. Wie war der Augenblick, als Sie eingewechselt wurden? Sicherlich stehen hier draußen Familie und Freunde mit. Ja, es ist also so wie bei jedem Spiel natürlich. Sehr viel Freude, hat Spaß gemacht und ja. Sie haben jetzt ein halbes Jahr bei den Profis mittrainiert, sind noch 17 Jahre alt. Was haben Sie so als Ziele gesetzt? Ja, natürlich, also dass ich dranbleibe, versuche natürlich in den Kader mitzurutschen immer. Und wenn nicht, dann versuche ich auch bei der U19 mein Bestes. Und, ja. Der Trainer hat gesagt, Sie haben sich in dem halben Jahr schon gut entwickelt, schon viel gelernt. Was kann man denn so lernen bei den älteren Kollegen? Na, sehr viel. Also dadurch, dass die alle die Herren alle älter sind als ich, lernt man eben eine Menge. Vor allen Dingen, was die Erfahrungen der Jungs betrifft, kann ich da eine Menge lernen. Da gibt es so viele Sachen, die man noch mitnehmen kann. Und, ja. Was ist denn für Energie möglich in diesem Jahr in der dritten Liga? Was denken Sie? Auch ich denke schon, dass wir gut dabei sein werden. Und ja, wir hauen uns alle rein, denke ich. Das wird schon. Rechnen Sie auch mit dem ersten Tor von Ihnen in der dritten Liga? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, ich wünsche es mir. Ich setze es mir als Ziel. Und ja, aber in erster Linie steht natürlich die Mannschaft. Vielen Dank. Kein Problem.